Der Coronavirus stürzt uns momentan in eine Krise. Keiner hat damit gerechnet, plötzlich war er da, wir sind nicht vorbereitet. Aber das haben Krisen wahrscheinlich so an sich, dass man sich nicht vorbereiten kann. Aber man kann damit umgehen, man kann schauen, was gebietet diese Krise, was gebietet diese Qualität, die jetzt auftritt. Sie fordert uns auf, ja. Sie fordert uns schon mal auf, bestimmte Verhaltensregeln einzunehmen, aber darüber hinaus fordert sie uns auf, dass wir uns dem stellen, was die Botschaft ist. Sie fordert uns auf, wie jede Krise, dass wir uns entscheiden müssen. Wir können uns für die Angst entscheiden und an Altem festhalten wollen, oder wir können die Chance nutzen, zu reflektieren, zu schauen, was hat es uns zu sagen. Und zu reflektieren auch, ja, es lädt uns quasi ein, zu reflektieren und unser Leben zu überdenken. Wenn mir etwas Angst macht, heißt es, dass ich an etwas anhafte oder festhalte, dass ich etwas nicht verlieren will. Ja, und das können wir reflektieren. Was passiert, wenn wir bestimmte Dinge loslassen müssen? Gerade im Moment, weil unsere Wohlstandsmaschine trotz unserer sonstigen Betriebsamkeit wohl fast zum Stillstand kommt, müssen wir einiges überdenken und automatisch loslassen. So könnten wir uns diesem Zeitqualität stellen, indem wir nachdenken, reflektieren und in Frage stellen, was führt zu meinem Glück, was führt zu meinem Gefühl von Sicherheit, das sich gerade aufzulösen scheint, ja, uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Wir könnten schauen, was hat uns denn bisher das Gefühl von Sicherheit gegeben und dabei feststellen, dass es nur Vorstellungen waren, Illusionen waren, an denen wir festgehalten haben und wir gedacht haben, es geht immer so weiter. Doch wir sehen, ein kleiner Virus tritt auf, ja, und blockiert all unser Leben, ja, und vereinzelt uns, nimmt uns aus dem Kontakt. Was hat uns bisher scheinbar glücklich gemacht? Wenn wir uns dem stellen, dann sehen wir, dass es nur scheinbar war, dass unser Glück nur auf Schein aufgebaut war. Was ist denn das Wesentliche, was uns glücklich macht? Es kann nicht das sein, dass wir an Dingen festhalten, die nur Schein sind, die nicht von Dauer sind. Ja. Wenn Angst auftritt, zeigt es uns, dass wir festhalten. Und wenn wir weiterschauen, sehen wir, dass das, was wir festhalten, nicht das ist, was uns zum Gefühl von Glück oder Sicherheit bringt. Sicherheit, können wir jetzt erkennen, kann niemals auf äußeren Dingen bestehen. Die Sicherheit liegt in uns. Angst tritt auf, je mehr wir uns getrennt fühlen, getrennt und vereinzelt, getrennt von dem allumfassenden Einen, wie wir es nennen können, von unserer Urheimat oder vielleicht auch nur von uns selbst. Ja. Und im Gegenteil, indem wir in Verbindung gehen mit anderen, mit uns selbst, aber auch mit dem allumfassenden Einen, spüren wir, da ist etwas, das uns trägt und das uns innerlich führt und auch ein Gefühl von Sicherheit und Sinn gibt. Darum wäre jetzt die Möglichkeit und die Chance, das wieder aufzugreifen, was wir vielleicht vergessen haben in unserem so gut funktionierenden Alltag zuvor. Dass es etwas in uns gibt, das mit diesem allumfassenden Einen in Verbindung ist und es repräsentiert. Im Buddhismus nennen wir das die wahre Natur.
unsere wahre Natur. Da ist etwas in uns, in anderen Kontext heißt es vielleicht Seele oder der göttliche Funke in uns, das absolut Ursprüngliche in uns. Ja. Dem könnten wir uns jetzt annähern und in Kontakt gehen und sehen, wenn ich in Kontakt gehe damit, dass es entdichtend wirkt auf die Angst, dass sie sich beginnt aufzulösen und ein Gefühl von Getragenheit sich einstellt. Dadurch könnten wir wieder dort anknüpfen und finden, was zuvor vielleicht verloren ging in unserem unreflektierten Leben. So möchte ich alle einladen, die das sehen oder hören, dass ihr euch ein Stück Zeit nehmt, in die Stille zu gehen, wie in eine Meditation, und das Herz öffnet, um dieses in uns, was immer zeitlos ist, was nie beeinträchtigt werden kann und damit auch nicht bedroht werden kann, niemals in Gefahr ist, weil es immer da ist, immer existiert, mit dem in Verbindung zu gehen. Das braucht natürlich eine gewisse Übung, bis man wirklich da einen Kontakt findet. Das Wesentliche ist aber dabei einfach diese Bereitschaft. Die Bereitschaft, das Herz zu öffnen für diesen Kontakt und auch die innerliche Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass da etwas ist in uns, das nicht von dieser Zeitlichkeit dieses Lebens hier ausgezeichnet ist, sondern eine ganz andere Qualität. Gelingt es uns, da in diese Bereitschaft zu gehen, in die Stille zu gehen und einen unschuldigen Geist einzunehmen, zu sagen, da mag etwas sein, ja, was hinter meinem Alltagsleben wirkt und webt, mit dem kann ich, ich kann es zumindest annehmen, dass es da ist in mir. Und wenn ich diesen Zustand, wenn ich diese innere Haltung einnehme, wird sich dieser Kontakt früher oder später herstellen. Natürlich können wir es nicht willentlich erzeugen oder mit Absicht. Allein diese Herzensöffnung, die Bereitschaft, die Möglichkeit anzunehmen, dass so etwas in mir da ist, wird schon mir helfen, aus der Angst herauszugehen. Und über dies hinaus, bin ich mir sicher, dass der beste Schutz, der beste spirituelle Schutz vor dieser Krankheit diese Anbindung, dieser Kontakt mit diesem Teil in mir darstellt. Das heißt nicht, dass wir leichtsinnig sein sollten und die Verhaltensregeln, wie sie gegeben sind, momentan zu ignorieren oder leicht zu nehmen. Ich denke, die beste Lösung ist, beides zu tun. Vertrauen in den spirituellen Schutz zu haben, gleichermaßen wir Verantwortung übernehmen, indem wir die Verhaltensregeln einhalten.